Wir sind Melanie und Uwe und schon seit 1990 bereisen wir zusammen die Welt. Seit diesem Jahr sind wir Vollzeit in unserem 4x4 Big Joe unterwegs. Wegen ein paar Updates und zu einigen Besuchen sind wir gerade in Deutschland. Kaum in Deutschland angekommen, besuchen wir erstmal liebe Camperfreunde in Hamburg. Wir befinden uns in Löningen. Und dort ist Big Joe zum Aufpimpen. Ja. Löningen ist übrigens in der Nähe von Kloppenburg. Ja, und Big Joe bekommt ein neues Fahrwerk, ein Luftfahrwerk. Und wir haben den ganzen Tag Zeit, uns jetzt hier mit uns selbst zu beschäftigen. Wir gehen ein bisschen wandern. Genau. Und erkunden und nehmen euch mit. Genau. So, ich habe die Zeit gerade mal genutzt und habe mich mal aufhübschen lassen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Ich war gerade beim Friseur und beim Barbier war ich. Und Melanie hat so lange gewartet und jetzt geht die Wanderung weiter. So, dann wollen wir mal noch ein bisschen übers Skatblatt gehen. Meine Herzdame. Wir sind jetzt auf der Schwarzen Brücke und die führt über den großen Hasen. Big Joe hat ein neues Luftfahrwerk bekommen. Mit meiner besten Freundin Sabine treffen wir uns in Krefeld und gehen im Globetrotter unglaublich fantastisch gut essen. Wir sind heute mal in meiner Heimatstadt Krefeld unterwegs und da seht ihr die Burg Linn.
Und in dem Park hier gibt es ganz viele tolle alte, dicke Bäume. Übrigens früher immer der sogenannte Flachsmarkt statt, und zwar auf den Wiesen hier rund um die Burg. Ja, und was ist Flachs? Daraus gewinnt man Leinöl zum Beispiel. Wir haben uns jetzt gerade die Eintrittkarten gekauft für das Jagdschlösschen und für die Burg. Und da habe ich die Dame gefragt hinterm Tresen, und die sagte mir, den Flachsmarkt gibt es noch. Und dieses Jahr war sogar 50-jähriges. Der findet nämlich immer Pfingsten statt. Wolltest du nicht auf Toilette? Skelette fand ziemlich spät statt, nämlich 1989 bis 90. Und das Skelett, was Uwe eben gefilmt hat, war Otto von Linn. Und die Hinweise sprechen dafür, dass er ein Ritter war, der auch in dem großen Kreuzzug mit dabei war.
Sie alle heute hier in der schönen Eifelstadt Mayen im Norden unseres Bundeslandes begrüßen zu können. In unserer Mitte sehen Sie die Zukunft der rheinland-pfälzischen Polizei. Heben Sie zur Leistung des Diensteides Ihre rechte Hand. Und sprechen Sie mir jetzt nach. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, und der Verfassung für Rheinland-Pfalz Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafter Erfüllung meiner Amtspflichten. So wahr mir Gott helfe. Vielen Dank. Auch ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Freude in diesem sinnstiftenden und wunderbaren Beruf. Vielen Dank. Mit auf die liebe Juna aufgepasst, eine ganz tolle Hündin eines Freundes. Wir kommen gerade vom Impfen, beidseitig, ich auch. Schon Vorbereitung für nächstes Jahr. Ja. Ihr wisst es ja, wo es hingeht. Und jetzt holen wir unseren Big Joe wieder ab, zu Fuß, weil der ist nämlich nochmal beim Folierer. Der kriegt die Stoßstange schick gemacht. Und wir gehen schon einen Weg, oder? Ja. Im Harz trafen wir dann Uwes besten Freund und besuchten gemeinsam das Sehusa-Fest in Seesen. Thank you.
Big Joe ist nicht geschrumpft. Nee, wir sitzen tatsächlich in einem kleinen Smart, in einem E-Smart. Ja, den haben sie uns zur Verfügung gestellt, weil ja Big Joe einiges zu reparieren hat. Beziehungsweise die haben einiges zu reparieren an unserem Big Joe. Ja, und dann schauen wir mal, ob die das so hinkriegen. Derweil waren wir schon mal in einer super tollen Therme, die Kristalltherme am Kochelsee. Da haben wir uns mal richtig gut gehen lassen heute. Jetzt fahren wir noch schön Kaffee trinken und dann werden die hoffentlich fertig sein. Die netten Herren hier von Hornung, die wollten unbedingt mit aufs Video. Genau. Die haben sich wirklich alle Mühe gegeben, konnten leider nicht alles reparieren. Das liegt aber auch daran, weil Hümer nicht mit den Ersatzteilen in die Kontakte kommt. Und deswegen sehen wir uns im November nochmal wieder. Aber trotzdem vielen Dank erstmal. Bitte. So, jetzt seid auch im Video. Mit dieser Bergkulisse aus Murnau beenden wir das Video und hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls dem so ist, dürft ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar schreiben und nur falls ihr uns noch nicht abonniert habt, klickt auf Abonnieren und vielleicht auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Bleibt gesund und fit, bis nächste Woche und tschüss! Tschüss.